Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon im Intro sehen konntet, ich habe Zuwachs bekommen in meinem Fuhrpark. Und zwar eine brandneue 2024er EXC. Und zwar haben wir hier eine Six Days Edition, 250 Kubik. Ich kann selber noch nicht glauben, dass ich jetzt hier gerade im Sonnenuntergang mit meinem neuen Motorrad stehen darf. Es ist einfach verrückt. Wir haben uns spontan entschieden, dass wir uns einfach zwei neue Motorräder holen, weil wir natürlich Enduro fahren wollen. Ja, was gibt es denn Besseres, als eine brandneue aus dem Store zu nehmen? Es ist geisteskrank, also das ist eben eine Six Days Edition, 250 Kubik. Warum 250? Ich habe mir einfach gedacht, probier mal eine 250er, weil ich habe eh eine 300er EXC und ja, das Ding ist auch ein bisschen leichter, somit auch vielleicht etwas handlicher. Wir werden es dann eh früher oder später herausfinden. Jetzt ist das natürlich noch alles komplett neu, das Bike muss eingefahren werden und. Wir haben die jetzt ungefähr seit einer Woche bei uns zu Hause stehen. Wir haben da noch nichts dran gemacht, also genauso wie es da steht, ist auch ausgeliefert worden. Und warum eine Six Days Edition? Also ich bin generell immer schon ein Fan von Six Days gewesen, wegen diesen ganzen Details und wegen dem orangenen Rahmen. Mir gefällt das persönlich richtig gut. KTM, orange, es gehört einfach irgendwie dazu. Zudem haben wir auch hier natürlich die orangene Gabelbrücke in komplett neuer Ausführung, was ich schon gesehen habe. Einen Lüfter haben die Six Days standardmäßig auch wieder, was natürlich für mich ein riesen Bonuspunkt ist. Genau, haben wir noch einen schönen Six Days Endschalldämpfer. Gefällt mir auch ganz gut. Schwarze Engine Covers haben wir jetzt auch bei der 2024er. Muss man natürlich dann irgendwie protecten, aber finde ich auch trotzdem von Haus aus schon richtig, richtig geil. Ja, hier hinten haben wir noch wunderschöne Six Days Felgen, wie man es nicht anders kennt. Neuer Motor, 250 EXC TBI. Ganz neues System. Wir haben hier auch keine Einspritzdüsen mehr in den Zylinder quasi, sondern in der Drosselklappe. Ja, ich habe mich noch nicht so genau befasst mit dem System, aber die ersten, wir können mal hier schauen, wie viele Stunden, kannst du ja mal herkommen. Die ersten 0,4 Stunden, die ich jetzt gefahren bin, haben sich einfach schon richtig krass angefühlt. Also wir sind das Teil so ein bisschen auf den Feldwegen jetzt gefahren und das fährt sich wirklich ganz, ganz anders als eine TPI, als eine Vergaser. Also komplettes Neuland von KTM, aber die ersten 0,4 Stunden waren schon richtig positiv für mich. Also es fährt sich richtig smooth. Was mir auch aufgefallen ist, wir haben hier jetzt von Haus aus einfach ein, ich glaube es waren 45, genau, ein 45er Kettenrad hinten. Hat mich überrascht, aber dürften sie anscheinend im Getriebe was verändert haben, weil 45 ist schon sehr, sehr lang eigentlich, wenn man sich denkt. Ihr fragt euch jetzt sicher, was haben wir mit diesen Bikes vor. Und zwar in erster Linie mal auf jeden Fall Enduro fahren. Wir haben richtig Bock. Erzberg 2024 sind wir auf jeden Fall am Start und natürlich auch wieder zurück in unsere alte Grube. Ich habe einfach mega, mega Bock wieder Enduro zu fahren. Deswegen werden wir das Enduro-Game auf jeden Fall wieder komplett upsteppen und da richtig rein pushen, was nur geht. So viel fahren wie möglich und ich bin echt gespannt, wie sich das Teil im Gelände schlagen wird. Aber ich bin sehr, sehr guter Dinge und glaube, dass das eine neue Liga von Enduro fahren wird. Und genau, meine Six Days Edition hat ja auch einen sehr geilen Mapping-Schalter. Das finde ich auch richtig nice. Einser-Zweier-Mapping jetzt hier auf Knopfdruck. Bin ich auch gespannt, was da der Unterschied sein wird. Mir gefallen auch die Chassis von den neuen 24ern sehr gut mit den spitzen Plastics hier vorne. Schaut einfach richtig, richtig sexy aus. Auch der Krümmer. Ganz neue Ausführung. Vorne haben wir jetzt auch ein LED-Licht. Ich kann das Bike ja nochmal kurz anwerfen. Ja, da ist jetzt ein Gang drin. So, also hier haben wir ein LED-Headlight, was richtig hell ist, richtig schön. Einen kleinen Soundcheck können wir euch auch noch geben. Hört sich ganz eigen an, oder? Also ich finde, das hört sich einfach so krank nach neuem Bike an und es riecht doch. Kennt ihr das, wenn ein Bike komplett neu ist und es riecht einfach ganz, ganz eigen? Nö. Natürlich, einfahren müssen wir die Bikes dann auf jeden Fall. Schalten wir wieder aus.
die ersten 5 Betriebsstunden mal auf entspannt einfahren. Vielleicht auch gleich einfach auf Supermoto umbauen, weil mich interessiert, wie der Style auf Supermoto ausschaut, wie sich das Ding auch fährt. Sie haben ja auch sehr, sehr viel verändert. Eigentlich fast alles. Also ich sehe kaum ein Teil, was man irgendwie von den alten Bikes wiedererkennt. Wir haben neue Plastics, wir haben eine neue Ausführung vom Motor, wir haben einen neuen Scheinwerfer, ein Lenkerpolster, einen neuen Tank, eine neue Sitzbank, also alles neu. Zum Beispiel auch eine ganz neue Schwinge, was halt richtig geil ist, ein Closed Cartridge Fahrwerk. Das ist meiner Meinung nach auch ein richtig, richtiges Plus für dieses Bike. Also bin ich auch gespannt, wie sich das Fahrwerk beim Springen schlagen wird. Sollte eigentlich besser sein. Deswegen bin ich da auch guter Dinge, wieder ein paar hohe Sprünge anzureißen. Aber wir werden es nicht übertreiben. Das Bike muss zuerst natürlich in erster Linie mal umgebaut werden, weil wir wollen die Originalteile auch irgendwie ein wenig schonen. Das heißt, A-Rider-Dekor kommt auf jeden Fall drauf. Ein paar Schutzteile, ein paar Anbauteile zum Schützen einfach, was man beim Endurofahren üblicherweise benötigt, weil sonst ist das Bike einfach binnen 5 Stunden der komplette Ranz. Und das wollen wir natürlich nicht. Genau, gibt es dann natürlich eigene Videos dazu auf meinem Kanal. Ich habe Bock auf dieses Projekt. Ihr da draußen hoffentlich auch. Wir werden das Bike sicher auf den ein oder anderen Motovlog mitnehmen und euch einen Eindruck aus der POV geben, wie sich das Bike auf der Straße oder im Offroad-Bereich fährt. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so für Content von den 24ern sehen wollt. Haut's einfach mal raus, Freunde, wie ihr Bock habt. Das machen wir für euch. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut's rein. Wir sehen uns bald. Ich bedanke euch. Ja. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Peace out, Freunde.